Guten Abend, heute ist der 22. April und es geht heute um den Marc Abheiden, über den Freifarm in der Vergangenheit ja schon auch sehr intensiv berichtet hat. Marc hat den Kontakt zu seine zwei Kinder verloren, seinen 7-jährigen Sohn und seine 4-jährige Tochter. Ausgangspunkt ist zunächst mal ein Rechtsstreit, über den wir sehr intensiv schon berichtet haben, am Amtsgericht in Hamburg-Altona. Da hat hier die Richterin Kirsten Dauch entschieden. Und an dieses Verfahren hat sich dann noch die Mutter vom Sohn mit dran gehängt und hat auch dafür gesorgt am Amtsgericht in Elmshorn, dass hier der Sohn auch gegenwärtig seinen Vater nicht mehr sehen darf. Das sind alles sehr dramatische Einschnitte. Und vor dem Hintergrund meine erste Frage: Marc, wie geht es dir mit diesen Einschlägen, mit diesen Nackenschlägen, die du hier in den letzten 6 Wochen hast erdulden müssen? Ja, also, dass meine Kinder nicht mehr da sind, dass beide auf willkürliche Art und Weise einfach keinen Kontakt mehr mit mir haben dürfen, damit geht es mir furchtbar schlecht. Und das tut mir verdammt weh. Ich sehe überhaupt eigentlich gar keinen Grund, warum das so gekommen ist. Und ja, ich bin eigentlich fassungslos. Gesundheitlich geht's mir gut. Soweit den Umständen entsprechend. Ich würde sagen, ist alles soweit in Ordnung. Ja, das Einzige ist halt der Schmerz, der Trennungsschmerz zu den Kindern. Ich weiß nicht, was mit den Kindern ist. Ich habe sie jetzt die ganze Zeit nicht gesehen. Sie werden mir komplett vorenthalten. Kein Kontakt, kein ans Telefon gehen der Mütter und ja, keine Auskunft, wie es den Kindern geht. Also eigentlich komplett Verweigerung. Ich würde sagen, ja, die haben jetzt beide die Oberhand, die Macht. So fühle ich mich gerade, dass sie einfach die Macht haben wollten und ja, das Gericht einfach gemacht hat, was sie wollten, ohne mich anzuhören, ohne zu gucken, wer bin ich überhaupt. Ich bin fassungslos darüber. Also, dass irgendwer irgendwas schreiben kann und dann ja, werden einem als erste Maß oder als erste Instanz gleich die Kinder weggenommen. Der Umgang, puff, Feierabend. Wir haben also heute Abend auch noch den Dr. Wolfgang Ganz. Hallo, guten Abend, Wolfgang. Ja. Mit eingeladen gehabt, um auch diese ganze Situation auch ein Stück weit vor dem Hintergrund der psychologischen Situation und dieser Psychodynamik, die hier stattfindet, auch noch mal ein Stück weit zu erörtern. Wolfgang, du hast hier schon frühzeitig auch Einblick bekommen in die Entwicklungen. Wie oft sind dir vergleichbare Fälle in deiner beruflichen Praxis hier mal zur Kenntnis gegeben worden? Also, ich bin ja so seit einiger Zeit für Freifarm tätig und erlebe in der jetzigen Zeit ähnliche Fälle aus meiner Vergangenheit. Ich war ja mal im Gesundheitsamt. Da kann ich mich erinnern, dass mir mal ein Kind vorgestellt wurde. Das wurde sofort aus einem Haushalt rausgenommen. Das konnte ich im Grunde verstehen. Da habe ich auch mein Einverständnis damals als Amtsarzt gegeben. Das Kind war hier und es machte dann, also sehr schweigsam, hat überhaupt nichts gesagt. Und als ich auf das Kind so zuging, da machte es also Schiss in die Hose und es stank fürchterlich. Und dann sehe ich also mit so einem Kind, das so reagiert, werden Eltern normalerweise nicht fertig. Und dann habe ich so mein Einverständnis gegeben,
dass das Kind anderweitig umgebracht, nicht untergebracht wird. Umgebracht ist so nicht der richtige Ausdruck. Jo, und wie schätzt du jetzt aktuell die Situation vom Mark ein? Du hast auch schon sehr zeitnah, sehr intensiv mit Mark gearbeitet. Wie schätzt du da diese Situation aktuell ein? Also lass mich erstmal kurz in die Vergangenheit gehen, und zwar in die jüdische Zeit vor Christus. Da gab es ja König Salomon, der so ein Problem mit zwei Frauen hatte, nicht? Die haben sich um ein Kind gestritten. Und der hat dann die beiden Frauen kommen lassen und hat dann gesagt, ja, wie ist es denn? Was wollen wir da tun? Und beide Frauen bestanden im Grunde genommen darauf, dieses Kind zu haben zu wollen. Und dann sagt er, okay, das können wir machen. Wir schneiden es einfach in die Hälfte. Jeder kriegt die Hälfte. Daraufhin sagte die eine Frau ja und die andere Frau sagte nein. Also König Salomon war offensichtlich ein weiser Mann und hat beide zu einem Gespräch gebeten, hat auf diese Art und Weise versucht herauszufinden, wer ist der bessere Erzieher oder die bessere Mutter, und hat dann das Kind der besseren Mutter gegeben, nämlich diejenige, die gesagt hat, das Kind bleibt ganz. Dieses habe ich vermisst bei der Auseinandersetzung und jetzt auch von der Richterin. Das hätte ich erwartet, dass zumindest bei so Entscheidungen kurzfristig jemand einbestellt wird, und zwar beide Partner, dass man darüber diskutiert, bevor man solche harten Entscheidungen trifft, die aus meiner Sicht auch emotional überhaupt nicht vernünftig laufen, sondern emotional panikgesteuert sind. Ich meine, es geht jetzt aktuell weiter. Im ersten Schritt war das so, die Richterin Daug hat dem Mark das Sorge, den Umgang letztendlich gestrichen. Auf der einen Seite, kurze Zeit später, hat dann hier der Richter Arndt ihm auch noch das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen. Zwischenzeitlich hat Mark hier Ablehnungsanträge ausgebracht und hat auch noch die Richterin aufgefordert, diese Entscheidung zurückzunehmen. Es gibt hier das Institut der unaufschiebbaren Handlung. Eine Richterin, die letztlich abgelehnt ist, ist trotzdem verpflichtet, die Dinge noch vorzunehmen, die einfach eilbedürftig sind. Mark hat hier den Antrag gestellt, dass die ursprüngliche Entscheidung aufgehoben wird und dass er wieder Umgang mit seinen Kindern hat oder mit seiner Tochter zunächst mal. Das betrifft ja alles die Richterin Daug am Amtsgericht in Hamburg-Altona. Da hat es jetzt im Anfang letzter Woche ist da ein Beschluss zugestellt worden, dass Mark seine Tochter jetzt im begleiteten Umgang sehen darf. Wir werden darüber auch demnächst nochmal umfangreich berichten. Wir hatten jetzt ja auch einen sehr langen Bericht diesbezüglich auf der Website von Freifarm. Ja, ist es für dich nachvollziehbar, Marc, dass hier eine Richterin dir erstmal quasi den Umgang komplett abschneidet, dann irgendwann mal sagt, naja, Wechselmodell ist schon weiterhin noch gegeben, aber aktuell eine Kindeswohlgefährdung kann ich nicht ausschließen. Und vor dem Hintergrund muss der Vater, der vorher das Kind im Wechselmodell betreut hat, jetzt auf einmal in den begleiteten Umgang. Wirst du den Umgang wahrnehmen, beziehungsweise wie fühlt sich das für dich an? Ja, das ist erniedrigend. Absolut erniedrigend, absolut. Ja, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Und es fühlt sich auch nicht so an, als ob dann, als der eine ist der gute Elternteil, der kann das Kind über Tage und Wochen bei sich behalten, und der andere
muss dann betteln, dass er irgendwie vielleicht mal ein bisschen Zeit mit seinem Kind verbringen darf. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist für mich auch nicht kindgerecht und es ist auch nicht für meine Tochter irgendwo in irgendeiner Form tragbar. Also sie ist die ganze Zeit von uns beiden betreut worden. Wir hatten einen freien Umgang miteinander und dann ist es einfach so, die Frage, die sich mir stellt, es ist ein Elternteil verletzt und ihm passt irgendwas nicht mehr mit dem anderen, weil er nicht mehr zurückkommt oder weil er irgendwie in irgendeiner Form, ich kann es ja nicht nachvollziehen, es ist auf einmal, bumm, es wurde vorher noch gesagt, ich liebe dich, komm zurück, komm, mach dies und mach das. Ich habe gesagt, nein, ich möchte einfach für mich mit meinen Kindern, also mit unseren Kindern und die dann einfach die Zeit verbringen. Wir können gerne noch Freunde bleiben, aber es geht halt einfach so nicht mehr. Und dann, ja, ich habe sie zum Ballett gebracht, wir sie zum Federtreff, genauso wie mein Sohn. Genau das Gleiche. Ich habe auch ihn ja immer die Woche da gehabt. Wir haben dann unsere Zeit miteinander verbracht. Und ich wollte es eigentlich ganz locker gestalten und dass die Kleine quasi auch mal frei entscheiden kann, ob sie mal eine Nacht länger bleibt oder dann mal eine Nacht länger bleibt, Mama bleibt. Es wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber jetzt ist einmal mit der Sense alles abgehauen worden und hinterher sagt mir jemand, ja, also wir können ja jetzt über alles reden. Erstmal alles platt machen. Erstmal die Bombe platzen lassen, dass alle kaputt gehen da dran und dann kann man hinterher reden. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, ob das 2023 die richtige Maßgabe ist, so mit Menschen umzugehen. Und vor allen Dingen in Familiengericht mit Kindern. Die Kinder sind nachher die Leidtragenden. Die Erwachsenen, die können weiterleben. Aber die Kinder, die haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Weil die Frage ist, was wirft man mir vor? Man wirft mir vor eine Auseinandersetzung mit einem Erwachsenen. Das wirft man mir vor. Die auf einer, ja. Ich denke, es geht um Emotionen. Ja. Emotionen sind seit Jahrtausenden immer gleich. Und ich denke, wir sollten mal die Emotionen unterscheiden oder sagen wir die Dynamik der Emotionen unterscheiden, was auf Gerichtsebene passiert und was zwischen dir und der Kindsmutter passiert. Also ich weiß jetzt nicht, wollen wir mal zwischen dir und der Kindsmutter anfangen? Okay, ne? Also da gibt es ja sowas, da sind so zwei junge Menschen, die sich kennenlernen und die so sagen, oh, wir passen ja gut zusammen, also man verliebt sich so ein bisschen, dann hat man gemeinsame Pläne, dann entsteht ein Kind so als Ausdruck dieser gemeinsamen Pläne. Und im Laufe dieses Alltags wird die Liebe in irgendeiner Weise verändert. Also so in Enttäuschung, in Verachtung, in Hass manchmal auch. Und dann streiten sich halt die beiden. Und die beiden, die haben so unterschiedliche Gefühle gegenüber den Kindern oder gegenüber dem Kind, nicht? So manche brauchen das Kind mehr, manche brauchen das Kind weniger. Und ich denke, in deinem Fall braucht die Mutter das Kind mehr. Auch zur Stabilisierung, weil die Beziehung mit dir nicht mehr so klappt. Insofern ist es auch so ein Mittel, um dich vielleicht bei ihr zu behalten, dass du sagst, du verlässt das Kind nicht, bleibst wegen des Kindes bei ihr. Und dass du aber gesagt hast, nee, diese Beziehung ist für mich zu toxisch, kommt die in eine, wie soll ich mal sagen, Angst oder Panik rein, aber auch Wut, das ist so ein Gemenge. Und aufgrund dessen schreibt sie dann eine eidesstattliche Versicherung. Und die eidesstattliche Versicherung ist im Grunde genommen so emotional, dass die Leute von dieser Emotionalität angesteckt werden und sich nicht
distanzieren können davon. Also nicht so vernünftig reagieren und sagen, na, jetzt schauen wir erst mal, was ist denn da passiert? Rufen wir doch mal die beiden ein, wie das König Salomon gemacht hat. Nee, da wird eine Entscheidung getroffen, die emotional ist und wo man so das Gefühl hat, man muss ein Kind von dem bösen Vater schützen. Und man denkt nicht daran, dass auch die Mutter böse sein kann, in der Art und Weise, wie sie schreibt. So, also das ist jetzt, sagen wir, die Emotionalität zwischen dir und der Kindsmutter. Und dann geht diese Angstemotionalität, die in dem Schreiben drin ist, davon lässt sich dann die Richterin anstecken und trifft eine schnelle Entscheidung. Und eigentlich hätte sie auch diese Emotionalität überprüfen sollen und sagen, naja, das sind so vernünftige Leute, der Vater hat einen guten Beruf, also du bist ja Meister oder Techniker und Technikermeister. Also der hat auch eine Ausbildung in Erziehung und Führung gemacht. Die andere ist also auch im guten Beruf Krankenschwester. Also auch die geht so ganz gut mit Leuten um und das sind vernünftige Leute. Und was zwischen den beiden ist, sind neurotische Konflikte, aber es ist keine wirkliche Todesgefahr. Und dann sollte ich erstmal keine Entscheidung treffen und sagen, wir lassen das so, wie es ist und dann kommt man vorbei und dann sprechen wir darüber. Das vermisse ich. Das hat sie nicht gemacht. Ne? Sie ist letztendlich hergegangen, hat sofort eine Entscheidung getroffen. Die Richterin Kirsten Daug hat jetzt auch eigentlich lange genug Zeit gehabt, da nochmal ein Stück weit drüber zu gucken. Aber sie kommt jetzt zum Ergebnis, eine Kindeswohlgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Wir müssen im begleiteten Umgang uns befinden. Ja, ja, aber jetzt ist die Frage, wer macht denn die Kindeswohlbefindung? Ist es Kindeswohlbefindung, ne? Das ist auch nicht das richtige Wort. Kindeswohlgefährdung. Ist es eine Gefährdung durch den Vater oder ist es eine Gefährdung durch die Mutter? Sie kann auf jeden Fall beim Vater keine Kindeswohlgefährdung offensichtlich ausschließen. Na, das sehe ich anders. Ich denke, die Kindeswohlgefährdung geht eher von der Mutter aus. Okay. Also, wenn man davon so reden kann, ne? Weil. Wie kommst du auf das Thema? Wie du kennst den Marc. Jetzt hast du hier ein Stück weit mit ihm gearbeitet. Du kannst ausschließen, bei Marc gibt es keine Kindeswohlgefährdung. Ich sehe die Kindeswohlgefährdung mehr bei der Mutter aufgrund der Daten, die mir Marc erzählt hat im Umgang, also wie die Kindsmutter, was sie für eine Kindheit hatte, hat er so ein bisschen erzählt. Das weiß man ja, wenn man länger Zeit zusammen ist, weil man sich über die Vergangenheit austauscht und wie sie mit ihrer anderen Tochter, also der Elterntochter, da gibt es Elterntochter, ne? Tochter im Haushalt, was die für Probleme hat. Und da die so zu einer Zeit erzogen hat, als Marc noch nicht bei ihr lebte, also er keinen Einfluss hatte, hatte die Mutter den wesentlichen Einfluss auf die emotionale und charakterliche Bildung dieses jungen Mädchen. Und das ist auffällig. Und es ist zu vermuten, dass die gemeinsame Tochter von den beiden ähnlichen Kräften, emotionalen Kräften ausgesetzt wird und ähnlich reagiert. Und deshalb scheint mir die Kindeswohlgefährdung mit größerer, also mit Sicherheit mehr von der Mutter auszugehen und weniger vom Marc. Ich erlebe den Marc als Stabilisierer der Beziehung. Ne? Also so, der ist vorbeugend da, damit es so besser wird, als es bei der Kindsmutter beim ersten Mal geschah, als der Vater ein anderer war, also bei ihrer ersten Tochter. Mhm. Was hast du für Assoziationen, Wolfgang, wenn es heißt, eine Kindeswohlgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden? Vorher trifft man eine Entscheidung und wenn man dann aufgefordert wurde, diese Entscheidung zu korrigieren,
Versteckt man sich irgendwo? Ist es Angst bei der Richterin, wenn sie sagt, eine Kindeswohlgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden? Oder ist es einfach nur, ja, ich sag mal, Dickkopf, ihr werdet schon sehen, was ich entscheiden werde. Wie fühlt sich das für dich an? Also dynamisch ist es so, dass ich das Gefühl habe, die Richterin hat sich beeindrucken lassen, aber sie kann jetzt nicht gleich nachgeben. Also einmal ging ja auch ihr Kollege hin und hat sie unterstützt. Und was da so eine Rolle spielt, ist sicher, dass Mark und Freifarm hingeht und sagt, wir legen Beschwerde ein. Ich glaube, ist das Gericht so grundsätzlich nicht gewohnt, also zumindest Familiengericht nicht. Also in der Form, auch in der Aggressivität und in der Qualität, wie das Freifarm macht, dass die vor Wut reagiert und dann so einen Kompromiss macht. Und der Kompromiss ist halt, na gut, ich muss ein bisschen nachgeben und dann machen wir halt, weil das auch so formaljuristisch so ist, begleiteten Umgang. Ich denke, das ist eine Kompromisslösung, wo sie so ein bisschen nachgibt, aber sich nicht getraut zu sagen, okay, ich habe mich also ich habe mich so, wie heißt das, getäuscht. Mhm. Gebe einfach nach und nehme das alles wieder zurück. Ich denke, das machen die nicht. Mhm. Ja, die Maßgabe ist ja eigentlich, und ich finde das eigentlich immer noch eine absolute Frechheit, wirklich eine absolute Frechheit, dass man nicht angehört. Und ich finde, naja, es ist eine Frechheit, ich will mal sagen, von der Kindsmutter, ja. Aber ich denke, die ist auch ungeheuer sauer auf dich, ob deiner konsequenten Absage nochmal die Beziehung zu beginnen oder weiter bei ihr zu bleiben. Also letztendlich hattet ihr ja den Traum, es mal familiär besser machen zu wollen, und dieser Traum ist gestorben. Und so wie ich das sehe, aufgrund dessen, was sie so sagt, ist sie davon überzeugt, dass du der Böse bist, der Schuldige, was ich nicht so sehe. Also in Streitigkeiten, da trifft jeden so arbeitshypothetisch zunächst mal 50%. Und die Kindsmutter, also dieses Verhalten scheint mir sehr ich-synchron zu sein. Ich-synchron bedeutet, es ist Teil ihrer Persönlichkeit und man kommt da therapeutisch auch nicht ran, weil die nicht darunter leidet, wie sie ist. Und wenn man nicht darunter leidet, dann hat man wenig Möglichkeiten einzugreifen und was zu ändern. Ne? Die hat keinen Leidensdruck. Der Leidensdruck kommt vielleicht jetzt durch die Maßnahmen, aber am Anfang hat sie keinen Leidensdruck zu sagen, ich bin die Gute, ich habe alles immer richtig gemacht, ich habe mich befreit, ich bin gesund geworden und der Mann ist immer der Böse, also in dem Fall du. Ja, und dann, das Ding ist halt, dass einfach von Anfang, also von der Mitte aus, wird es jetzt beleuchtet hier. Das heißt, auch dieser begleitete Umgang, da werden auf Sachen eingegangen, die hätte es ohne den Beschluss des Umgangsausschlusses, in dem muss ich auch sagen, ich habe ja Umgang gehabt, es war ja Umgang da. Ich habe die Kinder bei mir gehabt und hatte mit denen ein Wochenende mit Oma geplant, mit allem drum und dran. Und auf einmal, bo, bo, bo. Und als ob das alles gewusst war schon, also als ob das alles schon geplant war im Vorwege, zum Jugendamt vorher gehen, das Jugendamt wurde nicht befragt, also das heißt, es war ja Kontakt zum Jugendamt da, der hat gesagt, geht zum Pestalozzi, da besprecht ihr, wie die weiteren Umgänge ist, wenn die Tochter im Moment mehr bei Mama sein will, dann soll sie zu Mama, dann soll sie da mal ein paar Tage bleiben mehr und dann geht sie wieder zu Papa. Je nachdem, man kann sich es frei entscheiden. Das hat er alles gesagt. Der Jugendamtsmitarbeiter hat das total super erklärt und hat gesagt, das ist doch gar kein Thema. Und dann Ruhe rein. Ist doch gut, machen wir so. Und dann habe ich dir gesagt, oh, ist klar, ich halte mich jetzt erstmal zurück. Habe dann gesagt, gut, dann bleibt es jetzt mal eine Woche. Und dann auf einmal dieses ganze Ding von Latz geknallt. Es ist wirklich so, ich habe ja von nichts gewusst.
Und dann standen 7 Briefe da. Ich war völlig in Panik mit allem drum und dran. Ich habe das gelesen und gedacht, ich kriege nie wieder irgendwie einen Umgang. Sowas, was da alles für Diagnosen drin standen und was, das kann alles nicht wahr sein. Ich weiß gar nicht, wo sie das hernehmen. Dann im Nachgang hat die Verfahrensbeistellerin Frau Hillmann dann auch nachgetreten mit ihrer Falschbehauptung, die nicht mal in dem jetzigen Beschluss mit eingebunden worden ist, wo nicht mal gesagt worden ist, sie hat die Unwahrheit gesagt. Sie hat da reingeschrieben, der Jugendamtsmitarbeiter hat gesagt, ich sei labil. Und ich hätte das ihm gesagt, was die Unwahrheit ist. Und was er sogar bestätigt, aber es interessiert keinen. Und es ist einfach die Unwahrheit. Und Frau Hillmann, Sie haben einfach die Unwahrheit gesagt. Ganz klar. Und ich werde das auch strafrechtlich verfolgen, weil das ist die Unwahrheit. Und daraufhin hat der Richter Arndt, einfach einen gewaltsamen oder ein Aufenthaltsbestimmungsrecht genommen, oder das Aufenthaltsbestimmungsrecht genommen und die gewaltsame Herausgabe gegenüber Dritten, auch über meine Tochter. Das heißt, meine Tochter, wenn sie sich gewehrt hätte, dann wäre sie gewaltsam mitgenommen worden. Ich verstehe nicht, wo diese Gewalt herkommt und wo das alles, dass das alles so kommt. Also das, wie kann man so unmenschlich sein, auch gegenüber Kindern? So, das ist bösartig, ist das. Und so kann man doch mit Menschen nicht umgehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob du meinen Humor verstehst, aber am Anfang, als wir dieses Video begannen, kannst du dich erinnern, dass ich dann von Tod redete, obwohl ich das nicht meinte. Und so Gewalt spielt im Grunde genommen in den Beziehungen immer eine Rolle, aber sie wird meist nicht so angesprochen. Und ich glaube, also ich will jetzt die Kindsmutter nicht entschuldigen. Ich denke, so Erwachsene sind für ihre Gefühle verantwortlich und sollten damit umgehen, so wie du damit umgehst. Ich glaube, die hat auch eine Panik, von dir verlassen zu werden und von der Tochter verlassen zu werden und gleichzeitig auch eine Mordswut auf dich. Und diese Gefühle, die werden übertragen, nicht? Also die traut sich ja auch mit dir nicht öffentlich zu diskutieren, also nicht öffentlich im Sinne jetzt mit dir zu diskutieren in einer Zweierbeziehung. Die braucht offensichtlich eine Hilfe und geht zum Rechtsanwalt, wahrscheinlich weil du in irgendeiner Form, sagen wir intellektuell oder auch so als Persönlichkeit zu stark bist. Und der Rechtsanwalt, der geht dann hin und sagt, naja, Sie arme Frau, ich helfe Ihnen schon. Und dann beginnt im Grunde genommen Strategie. Und die Strategie ist eine Strategie der Trennung. Was muss ich machen, um mich juristisch durchzusetzen? Und das ist nicht einer, der hingeht und sagt, wissen Sie was, wir reden Sie erstmal mit Ihrem Mann und versöhnen Sie sich wieder und schauen Sie, ob Sie das in irgendeiner Weise in ein Gleichgewicht bringen, wo Sie beide reden können. Also das sind beide keine Psychotherapeuten. Ja, ich habe im Moment eine Türkin hier, da mache ich das. Die hat eine Stinkwut auf ihren Mann, auf den Kindsvater. Der hat 2 Kinder. Und da kriege ich es hin, dass die Frau den Kindsvater, obwohl er jetzt eine Freundin hat, einlädt und mit ihm redet. Und sie merkt allmählich, wie gut es ist und welche Vorteile sie auch davon hat. Aber es ist vermutlich nicht Aufgabe von Richtern, sowas, von Richtern das zu tun. Und das ist auch nicht die Aufgabe von Rechtsanwälten, das zu machen. Sondern die wollen Geld verdienen. Also Aber Verfahrensbeistände sind fürs Kind da und haben nicht die Aufgabe, Partei für einen Elternteil zu ergreifen. Und das ist hier ja passiert. Und es wurde dann darauf hingewiesen, dass quasi nochmal auf das Schreiben von der Frau Hillmann, also der Verfahrensbeiständin, dann gesagt worden ist, ja, also da muss nochmal hingeguckt werden und jetzt muss so ein Beschluss erlassen werden. Nur, man hätte sich auch einfach an einen Tisch setzen können. Und ich bin immer noch bereit, mich hier hinzusetzen und zu sagen, ey, wir können uns einigen, aber die Maßgabe ist, dass beide das Kind zur Hälfte betreuen. Und ich weiß auch nicht, woran das Problem ist, oder wo das Problem liegt. Wir wohnen beide 1,5 Kilometer auseinander. Wir können sie zur Kita fahren, wir können alles Mögliche möglich machen.
damit es ihr gut geht. Und dann kann sie immer noch entscheiden und frei irgendwie von dem einen oder dem anderen wegfahren. Sie kann sogar sich aufs Fahrrad schwingen, wenn sie älter ist, und einfach hin und her fahren. Und den Nachmittag dann einfach bei Mama verbringen oder bei Papa verbringen, so wie sie, so frei, wie sie einfach ist. Aber so etwas zu machen, dann in dem Moment, ist mir schleierhaft. Jetzt ist sie abgeschottet, hat mich als Vater schon mal erstmal verloren, dann Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousin, Cousin, weg, kein Kontakt mehr, auf einmal, Bruch, nichts da. Und da wird aber auch gar nicht drauf geguckt, das ist, interessiert keinen. Und dem muss ich dazu sagen, sie hat ja niemanden, sie hat nicht mal mehr Eltern, die Mutter, sie hat keine Eltern mehr, die sind beide tot. Dann hat sie eine Schwester, die wohnt irgendwo in Süddeutschland. So, und dann hat sie noch eine Schwester, die wohnt hier um die Ecke. Aber die hat auch, also ist, im Endeffekt ist hier, und dann wird sich auf irgendwelche anderen Leute gestürzt. Die werden dann heiß gemacht, dass man dann ausgefragt wird von den Leuten. Und man muss sich noch anhören, dass man in einer Sekte ist. Solche Sachen werden über einen erzählt. Das ist einfach, das ist über dritte Personen dann. Und dann denke ich mir so, das kann doch alles nicht sein. Ich kenne, also es ist eine bosenlose Frechheit. Und derjenige, der dann auf meine Tochter aufpasst in den Momenten, der hat mich im Januar angerufen, er hat eine Impulsstörung. Der passt aber jetzt auf meine Tochter auf. Komisch, mir wird eine Impulsstörung nachgesagt. Und der darf jetzt auf meine Tochter aufpassen. Also ich weiß es nicht, ob ich das alles für richtig erachte. Ja, es ist an vielen Stellen sind natürlich jetzt Dynamiken am Start, die sicherlich nicht gut sind auf der einen Seite. Ich gehe davon aus, dass die Mutter deiner Tochter auch momentan hier ein Stück weit sehr getroffen wurde, dadurch, dass hier auch das Umfeld Kenntnis hat über die Berichterstattung von Freifam und dass auf der Grundlage sicherlich auch, sag mal, eine gewisse große Aufmerksamkeit vorhanden ist. Jetzt lasst uns noch mal einen ganz kurzen Blick in die Zukunft werfen. In der kommenden Woche geht es jetzt noch mal an das Amtsgericht in Elmshorn, wo letztendlich dann auch über den Umgang mit deinem siebenjährigen Sohn dann wieder diskutiert wird. Der nächste Termin, der mit der Richterin Daug avisiert ist, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, soll der 10. Mai sein. Dein Rechtsanwalt bemüht sich seit Tagen sehr intensiv diesen Termin nach vorne zu setzen. Die Vertretung vom Jugendamt wäre an dem 10. Termin letztendlich auch nicht dabei. Wir sind jetzt vor den Wochen der Entscheidung. Wolfgang, was würdest du denn an die Richterinnen? Es sind zweimal Richterinnen in Elmshorn und in Hamburg-Altona für eine Empfehlung abgeben. Ich denke, Sie sollten sich die Beziehung zunächst mal anschauen. Also jetzt in Elmshorn, also die Dynamik der Beziehung und zu sehen, dass die Frauen im Grunde genommen gekränkt sind, wie die Kindsmutter deines Sohnes ja auch geschrieben hat, war sie mit der Entscheidung, die die Richter getroffen haben, das Wechselmodell grundsätzlich nicht einverstanden. Und sie versucht natürlich, das Aufenthaltsbestimmungsrecht wieder zu bekommen. Ich denke, so nach meiner Erfahrung brauchen die Mütter die Kinder mehr. Also jetzt im Falle deiner Tochter, dass die ihr so Stabilität geben. Aber ich denke,
Aber das war nicht die Frage. Es geht ja um die Richterin, ne? So, wenn ich sage. Mhm. Also die eine, die sollen sich im Grunde genommen mal anschauen, wie die Mütter erziehen, was die für Kinder haben, wie die erzogen haben in der Vergangenheit und sich überlegen, ob die Entscheidung, die sie treffen, wirklich so vernünftig ist, wie sie glauben. Und auch mal anerkennen, dass auch die Frauen die Bösen sind. In Anführungszeichen, bitte böse. Marc, was hast du für Hoffnungen zu diesen Terminen? Ja, ich hoffe, dass die ja einfach nach dem vernünftigen Menschenverstand entscheiden und einfach sagen, dass die Kinder beiden Elternteilen oder dass die Kinder zu beiden Elternteilen gehören und beide im Alltag, im Wochengeschehen mitkriegen können und dass sie einfach auch ja, von beiden was mitnehmen können. Und das nicht an einem Residenzmodell oder an irgendwelchen Dingen gekoppelt ist, was völlig unflexibel ist. Ja, und das, also ich hoffe, dass einfach, dass sie vernünftig entscheiden und nicht der schwarz oder weiß. Sondern es gibt hier nicht schwarz oder weiß oder böse. Ich möchte einfach eine Klärung und ich möchte mich mit denen an einen Tisch setzen. Ich möchte mich mit den beiden Müttern an einen Tisch setzen können und dass nicht das Haar in der Suppe gesucht wird, sondern Lösungen gefunden werden und lösungsorientiert für die Kinder, dass sie gestärkt in die Zukunft und auch nachher starke Erwachsene werden. Das ist mein Ziel. Das ist das, was ich für meine Kinder möchte. Das wünsche ich mir für meine Kinder. Das Und dass heißt, sie, ja. du hältst momentan eigentlich weiterhin am Wechselmodell für beide deiner Kinder fest. Ja, auf jeden Fall. Und sie haben das Recht auf bedingungslose Liebe von beiden Elternteilen. Das ist das, wofür ich stehe und das ist das, was ich für meine Kinder mir wünsche. Und dass sie nicht irgendwie ja, kaputtgespült werden, nur um Macht und um irgendwelche Gelder zu erhalten. Darum geht's. Wolfgang, du hast da teilweise eine andere Sicht, habe ich den Eindruck. Ich finde, also ich unterstütze deine Wünsche, Marc, aber ich sehe die Realität in den Gerichten anders. Also ich würde es dir wirklich von Herzen wünschen, aber ich habe so eine Tendenz, zu glauben, dass das nicht so in diese Richtung gehen wird. Aber an sich bist du ja der Ansicht, dass eigentlich die Kinder mehr Zeit denn bisher eigentlich noch bei Marc verbringen sollten, wenn ich deine Stellungnahmen sehe. Richtig, ich bin der Meinung, dass die Kinder mehr Zeit dem Vater, also dass der Vater mehr Zeit für die Kinder. Nein, die Formulierung ist falsch. Die Kinder sollten mehr beim Vater sein, weil der Vater der stabilere ist und der, ich will mal sagen, so psychisch am wenigsten gestörte. Und deshalb denke ich, die Kinder brauchen mehr Vater und weniger Mutter. Und wenn es nach mir geht, also wenn ich Richter wäre, dann würde ich dir das Aufenthaltsrecht der Kinder geben mit der Entscheidung, dass du sagen kannst, wann die Kinder zur Mutter dürfen und sollen und wann nicht. Also Okay. das wäre so meine Entscheidung. Also das heißt, also du hast hier an der Stelle sehr großes Vertrauen letztlich auch in den Marc und in seine Art, verantwortungsvoll mit solchen Themen umzugehen. Genau. Also ich habe dich ja erlebt, ich habe gesehen, wie du mit den Kindern umgehst. Ich fand es großartig. Das Wort perfekt ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Aber ich denke, das wäre so vernünftig. Und wenn das nicht geht, ist so paritätisch halb-halb bestimmt auch gut. Es ist auch, wie soll ich mal sagen,
vielleicht besser für die Frauen, weil die dann auf einer Ebene sind. Und bei mir, also habe ich die Tendenz, dass ich dich ein bisschen so erhöhe, während du hingehst und sagst, nein, wir wollen auf Augenhöhe bleiben. Das bewundere ich, das finde ich gut. Das eine ist, wie du siehst, meine emotionale Entscheidung. Ich denke, Kinder brauchen vom Trend her grundsätzlich mehr Vater. Das ist mir zu wenig. Also auch wenn du mal so siehst, so im Allgemeinen, wenn die Väter so frei nehmen, also Vaterschaftsurlaub, dann ist es im Vergleich zu den Müttern, ich habe da vor kurzem so eine Statistik gesehen, immer noch viel weniger als die Mütter haben. Und in unserer Gesellschaft, da brauchen wir, also ich denke, so einen besseren Umgang der Kinder mit so männlichen Gefühlen. Ne? Also die werden häufig so unterdrückt und so nach meiner Erfahrung, langjähriger Erfahrung, können Frauen mit den Gefühlen, also mit den mehr kraftvollen männlichen, nicht so umgehen und schicken die Kinder dann häufig ins Zimmer, wenn die sauer sind. Und ein Vater kann dann eher mal sagen, hey, komm her und lass uns mal darüber reden und wir kämpfen das aus. Das ist so etwas, was Frauen so weniger machen. Es wird ja auch. Das ist eine andere Sache. Jetzt wird ja auch beklagt, dass es in den Kindergärten viel zu wenig Kindergärtner gibt, sondern Kinderfrauen. Aber das ist eine andere Ebene. Es ist ein anderes Thema. Ich denke, da sollten wir uns auch demnächst nochmal, auch in größerer Runde hier nochmal vor der Kamera treffen und auch diese Sachen in Erwägung ziehen. Für heute möchte ich mich bei euch bedanken für diese offene und durchaus, ja, ich sage jetzt mal, zielgerichtete Diskussion. Dir, lieber Marc, wünsche ich viel Erfolg bei den anstehenden Gerichtsverhandlungen. Und dir, Wolfgang, wünsche ich weiterhin oder noch einen schönen Urlaub in den nächsten Tagen. Dankeschön. Wir wünschen Dankeschön. dir auch gute Ja. Erholung. Dankeschön, Klaus. Dankeschön, Wolfgang. Ja, und dann bis bald, ne? Jo, Bis bald. bis dann. Tschüss. Tschüss.